Oh yeah, Elektroschrott. Na, Kenneth, wie ist es so? Hoffentlich ganz gut, ne? Also, bei mir geht's diesmal weniger um den Elektronikkram, sondern ich werde mich mal auf handwerkliches Neuland begeben mit Sachen, von denen ich vermute, dass ich sie nicht so richtig drauf habe. Aber ihr wisst ja, wie das mit solchen Sachen ist, ne? Aus meinen Fehlern könnt ihr lernen. Ich muss hinterher damit leben, aber ihr könnt von vornherein vermeiden, denselben Mist zu machen wie ich oder es zumindest auf dieselbe Weise falsch zu machen. Ja gut, genug der Anleitung, um was geht's überhaupt? Es geht um meine Geraffelsituation. Wie ihr seht, habe ich hier auf meinem Tisch schon jede Menge Kram rumstehen und Trenntrafo, Heißluft, Lötkram, Netzteil, Oszilloskop. Und mir fehlt noch mindestens ein Teil, das ich unbedingt da haben will. Ich möchte nämlich einen Computer haben, an dem ich so einen kleinen Logic-Analyzer oder USB-Gerät oder sowas anschließen kann. Nur, wie ihr euch hier leicht vorstellen könnt, wenn ich da irgendwo einen Monitor hinstelle, ist zu. Ja? Blöd. Das heißt, ich brauche eine Lösung, wie ich bei gleichbleibendem Platzangebot, weil ein Ausbau des Räumlichen hier kommt nicht so wirklich in Frage, wie ich also bei gleichbleibendem Platzangebot mehr Geraffel auf meinem Schreibtisch unterbringe. Und was ich mir dazu vorgestellt habe, und wir werden dann gleich sehen, wie ich das so auf den Schirm kriege, ist, ich möchte hier gewissermaßen einen Aufbau draufsetzen, wo es ein zusätzliches Brett hier gibt, wo dieser ganze bisherige Schrot einfach drunter stehen bleibt, wo ich aber obendrauf noch einen Monitor stellen kann. Ich dachte da an irgendwie so einen kleinen Full HD 20 Zöller oder so, vielleicht auch zwei davon, muss man mal gucken, wo ich dann als Computer irgendwas Kleines, so einen Raspberry Pi 2 oder so einen Intel Nook, da habe ich mich noch nicht entschieden, irgendwie sowas soll da mal hinkommen. Hat nebenbei noch den Vorteil, dass ich solche Sachen wie Pinzetten und Multimeter und so ein Kram, der jetzt momentan immer hinter mir steht, dann auch hier oben gleich hinstellen kann. Boah, das wär's dann mit der Trackbeschreibung. Nächster Schritt in die Garage und mucken das. Ja, Kinder, willkommen in meiner Garage. Noch einem Ort, den ihr bisher noch nicht kanntet. Es ist wie ein Videospiel. Ja. Mit jeder Folge, mit jedem Level kommt man ein Stück weiter. Ich habe hier schon mal vorbereitet, was ich brauche. Und zwar ein Brett, 1,60 Meter. Das ist genau die Breite von meinem Schreibtisch. Mal 24 cm. 24 cm ist ziemlich genau die Tiefe von so einem normalen Monitorfuß, irgendwie sowas. Des Weiteren vier Bretter, jeweils 20 mal 24 cm. Das müsst ihr euch dann so vorstellen. Wir kommen hier, 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 also so ungefähr, und hier, da dran. Und der ganze Aufbau wird dann so, wie er ist, also natürlich mit der offenen Seite nach vorne zu der Arbeitsfläche, auf meinen Schreibtisch draufgepappelt hin. Und dann habe ich unten drunter Platz für die ganzen Geräte, die ich bisher habe, und oben drauf Platz für noch mehr Geräte, als die ich bisher habe. So, soweit so gut. Das grundlegende Design, gebe ich ganz ehrlich zu, habe ich, boah, spitze wie ein Tier, es ist so grell, ja, es ist so dampfig hier. Ungefähr 27 Grad bei 8000% Luftfeuchtigkeit. Nein, egal. Aber das Design, um wieder zurückzukommen, habe ich geklaut bei einem Skandinavier. Fragt mich nicht, wie er heißt. Wahrscheinlich Berg. Und zwar dem Skandinavier, der das Fernsehmöbel IVA konzipiert hat. Fand ich immer schon recht pfiffig. Das hatte nämlich einen Aufbau so, ja, mit nur einem Mittelteil, wo dadurch, dass das so zusammensteckt, sichergestellt ist, es kann nicht nach vorne sich verschieben und irgendwie kaputt gehen, weil hier die Holzdübel drin dagegen halten. Und es kann sich nicht seitlich verschieben, sodass hier die Holzdübel ausbrechen würden, weil hier ja zwei Holzdübel sind, die es festhalten. Das ist also insgesamt eine sehr stabile und einfache Konstruktion, die auch ein kompletter Volldepp wie ich eigentlich zusammengedengelt bekommen sollte. Ja, okay. Ich bin ganz ehrlich, ich habe es schon mal gemacht. Ich habe schon mal ein Fernsehmöbel in ähnlicher Art und Weise aufgestockt. Das hat funktioniert, sah aber hochgradig scheiße aus. Und heute wollen wir mal schauen, ob ich es vielleicht auch so hinkriege, dass es gut aussieht. Oder zumindest so ein bisschen. Ja, aber aller Anfang ist Zeichnen. Ich lege jetzt erstmal damit los, dass ich mir die Breite dieser Holzstücke, die hier dran sollen, also damit ich weiß, wo die genau sind, zeichne ich mir hier das an. Zap. Eines.
Und dann hier noch das zweite. Ja. Dann braucht es ein bisschen Grundschulmathematik. Das Brett ist insgesamt 1,60 Meter. Ich habe jetzt gerade, das ist ein 19 mm Holz, also sagen wir, ich habe 4 cm weggemacht, bleiben also übrig 1,56 Meter. Teilen wir durch 2. 1,56 Meter durch 2 sind 75, sind 78 cm. Das bedeutet, wenn ich das nochmal durch 2 teile, das sind 75 plus 4 sind 35 plus 4 meine ich natürlich sind 39 cm. 39 cm. Von hier aus gemessen ist die Mitte von meinem Brettchen. Hier 39 cm. Und hier auch. Ja, das muss jetzt nicht killerpräzise sein. Ja? Ich meine, das ist nicht die Art von dem, wo es auf einen Millimeter mehr oder weniger sofort ankommt. Aber die Bredeln sind 24 cm breit. Das heißt, ich suche mir das, was ich gerade angezeichnet habe. Das ist hier. Lege das auf die 12. Ja, weil bei mir ist es nämlich immer voll auf die 12. Eine Seite. 24 die andere. Das hier ist genau die richtige Position für mein erstes Brett. Wo habe ich gerade angezeichnet? Das hier sieht so aus. Ja. Auf die 12. Ja. Hier. Und genau da kommt das andere Ding hin. Na? So muss das aussehen. Und jetzt zeichne ich mir die hier auch noch an, damit ich weiß, womit ich arbeite. Es ist hinterher die Unterseite, also so ein paar Bleistiftkratzer machen da echt nichts aus. Ich versuche es zwar so ein bisschen zu minimieren, aber hey, what the fuck. Ja. Damit haben wir schon mal angezeichnet, wo unsere Bretter hin sollen. Jetzt habe ich mir gedacht, ich nehme pro Brett zwei 8 mm Holzdübel. Das sind hier so Teile, die ich aus so einem Set habe. Ich komme mal zu euch und zeige euch das. Das ist Tanner hier. Gerade bei unserem Werkmarkt noch abgegriffen, fand ich irgendwie ganz praktisch, weil habe ich alles mal in einem. Werkmarkt übrigens deswegen, weil... Wir haben hier tatsächlich noch einen familiengeführten Baumarkt im Ort. Wann habt ihr sowas zum letzten Mal gesehen? Das ist nicht Obi Hagebauturm, sondern hey, familiengeführter Baumarkt, Rettenberger. Sehr geil. Gut. Das ist jedenfalls so ein Set, das besteht aus einem Bohrer, aus den passenden 8 mm Holzdübeln, aus so einer Klemme, die kann man um den Bohrer rummachen. Das ist einfach ein Tiefenstopp, damit man nicht zu tief reinbohrt. Praktisch hier bei den dünnen Brettern vor allem. Und so kleine Kupferspitzen, von denen habe ich noch ein paar mehr. Die packt man in die Bohrlöcher rein und kann dann damit an den Brettern markieren, wo es hin soll. Hier ist, sieht man hinten in der Anleitung. Gut. Das heißt, next step ist mir hier überlegen, wie ich die Bohrlöcher haben will. Zwei Bohrlöcher sind genau an den Unterteilungskanten für Drittel. Ja. Das heißt, 8 cm, 8 cm sollte passen. Und von der Breite her ist das ungefähr so ja, 1 cm. Ne? Was habe ich gesagt? Hier. Also hier ist eins. Und hier ist eins. Ist letztendlich auch echt nicht so wichtig, weil wir markieren es ja hinterher sowieso mit diesen Spitzen an den anderen Teilen. Fehler bei meinem letzten Versuch. Da habe ich nämlich nur ausgemessen und zwar an den Brettern überall, habe dann alles gebohrt und dann wird das Zeug schief. Also diese Sachen mit diesen kleinen Markierhütchen da, das ist echt nicht optional, das sollte man schon tun. Gut, nächster Schritt, ganz wichtig.
rehydrieren. Im Hause des bayerischen Bauarbeiters ist eigentlich das Bier, aber wenn ich bei den Temperaturen jetzt welches trinke, dann erlebt keiner von uns das Ende dieses Videos. Gut. Next step. Wir haben diese 40 mm Pöppel hier. Und das heißt, die Bohrung hier drin, würde ich mal sagen, weil das 2 cm dickes Holz ist. Ja, so 15 mm vielleicht. Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt auch nicht genau, aber ich würde mal sagen, 15 mm klingt irgendwie gut. Greifen wir mal zum Werkzeug. Und sehen wir mal zu, dass wir das irgendwie hinbekommen. Mhm. Gut. Ich merke sofort, mir fehlt hier eigentlich ein Imbusschlüssel, aber ihr werdet nicht sehen, warum das kein Problem ist. Sowas hat man ja immer in seinem Werkzeugsatz drin. Was brauchen wir hier? Ein Imbus. Das ist hier so eine kleine Manschette, die schraubt man auf, dann tut man das Teil hier dran. Ja, so sieht das jetzt aus. Das heißt, tatsächlich Dübel reinkriegen tue ich nur bis zu der oberen Kante hier von dem eigentlichen Schnittteil. Aber ich muss trotzdem zusehen, dass das hier nicht durchs Holz durchgeht, sonst habe ich oben ein Loch drin. Das heißt, ich habe jetzt so abgemessen, das ist jetzt etwas mehr als ein Zentimeter, vielleicht 11 mm, die das Loch tief wird nutzbar. Und dann oben ja noch so ein Stück Gedengel. Aber das sitzt jetzt richtig fest, habe ich schon festgezogen und damit bohre ich jetzt meine Löcher. Das ist jetzt tatsächlich mal ausnahmsweise nach Methode KK abgelaufen. Keine Katastrophen. Jetzt kommen diese kleinen Kupferpapillen zum Einsatz. Und zwar pöppelt man die genau hier rein in diese Löcher. Ja. Dann schnappt man sich seinen Holzpflege, genau so wie es sein soll. Ja. Schön gerade. Und drückt heftig an. Hat man hier prima Markierungen, wo man bohren muss. Da ist eine und da ist eine. Und ihr seht schon selber, die hier ist nicht ganz gerade geworden. Sprich, ich habe nicht genau in der Mitte getroffen. Wenn ich das hier ausgemessen hätte, hätte ich jetzt schon die erste richtig schräge Stelle. Das mache ich jetzt mit allen Brettern. Ist natürlich klar, ab dem Moment sind die Bretter auch nicht mehr austauschbar, weil jetzt sind die ja personalisiert, wenn man so will. Deswegen markiere ich mir das hier auch. Brett 1. Brett 2. Brett 3 habe ich noch gar nicht gebohrt, ich Brett. Es gibt jetzt im Grunde genommen zwei Möglichkeiten, wie man weitermachen kann. Ich könnte jetzt hochgehen und könnte die Löcher im Schreibtisch irgendwie schon mal anbohren. Ich werde das anders machen. Das ist zwar nicht ganz orthodox, aber ich glaube, mir fällt es insgesamt einfacher so. Ich mache jetzt nämlich diesen ganzen Kram hier fertig. Ja. Ich hole die Löcher da in den Brettern, dafür hole ich mir gleich tatsächlich noch die Werkbank ran, glaube ich. Dann, wenn ich die Bretter gebohrt habe, baue ich das alles zusammen, schleife und lackiere den ganzen Fack. Und dann mache ich oben wirklich das Teil als letztes. Ist nicht ganz optimal, aber ich habe genug von diesen Markierpöppeln, um es so durchzuziehen und es scheint mir irgendwie gerade sinnvoller. Gut. Jetzt die Werkbank. Totales Heimwerker-Essential. Klappbare Werkbank. Braucht nicht viel Platz, ich meine, taugt auch nicht viel, aber es ist auf jeden Fall sehr viel besser als beispielsweise in so einem Fall.
seine Holzblätter von Hand halten zu müssen. Das kann man nämlich ziemlich vergessen. Stattdessen spannt man sich das ein. Der hier ist jetzt auf die restlichen 3 cm eingestellt. Und dann muss man nur noch gerade bohren. Brett 2 gehört dahin. Ausprobiert, reingesteckt, passt perfekt. Nee, ich hole die Kamera jetzt nicht vom Stativ, um es zu zeigen, aber ist super. Prima geklappt. Schritt ist jetzt der. Diese Holzdübel müssen jetzt das und das verbinden, und zwar mit Hilfe von Leim. Um das zu bewerkstelligen, nehme ich als erstes hier das obere Bett und haue mal so einen ordentlichen Klecks vom guten Holzleim in die Löcher für die Holzdübel. Wenn das da ein bisschen rausquillt, macht das nichts. So, und dann stecke ich die Holzdübel da richtig rein. Die werden, darauf könnt ihr euch verlassen, halten. So, das nächste, was ich mache. Jetzt mache ich hier mal so ein bisschen sauber. Jetzt kommt ein ordentlicher Klecks in jedes von diesen Löchern. Ich meine einen ordentlichen Klecks. Und ich schmiere ordentlich was hier auf die Schnittkante. Ja. Dann nehme ich das. Stecke ich das da rein. Hoffentlich richtig rum. Ja, das sieht fast so aus, als hätte ich es falsch rum. So ist es richtig rum. Und damit das beim Aushärten ein bisschen Druck hat, mache ich es mit einer Schraubzwinge fest. Ja. Die Schraubzwinge hier ist so, ja, mittlere Baumarkt. Glaube noch Bergmarktqualität, nichts Besonderes, kosten 10er. Da gibt es auch noch irgendwie so krasse Leimzwingen, spezielle. Aber ganz ehrlich, das war mir das Geld nicht wert. Für die Aufgabe nicht. Es ist hier nicht völlig perfekt. Ja. Ich glaube, ich habe hier ungefähr so einen halben Millimeter, es könnte an der Kante fast ein Millimeter sein, den das da übersteht. Mache ich hier. Bisschen Feinkorrektur. Ja. Wunderbar. Und der Rest wird hinterher einfach runtergeschliffen, das ist kein Problem. Da gehe ich hinterher nochmal einen Exzenterschleifer drüber. Das ist alles nicht so wild. Hauptsache es hält, und das wird es so wohl mit ziemlicher Sicherheit tun. Ich mache genau dasselbe für die anderen 3 Blätter, das ist kein langweilig, müssen wir nicht sehen. Jo, so sieht es jetzt aus mit allen Klemmen dran. Das lasse ich jetzt ein Weilchen trocknen. Der Leimhersteller behauptet, nach 5 Minuten wäre es eigentlich verarbeitungsbereit, aber naja, wer es nicht eilig hat, muss nicht hudeln. Außerdem habe ich gerade eben Hunger. Ich glaube, ich gehe erstmal was essen und in einer Stunde oder so mache ich hier weiter. Ah, behördlich verordnete Mittagsruhe ist durch und ich kann ein bisschen Krach machen. Und zwar mit diesem Gerät hier. Ganz neu gekauft, so ein Makita-Spinnschleifer hier. Weil ich nämlich echt keinen Bock hatte, hier diese Sachen irgendwie von Hand zu machen. Dafür ist das also... das ist hier schließlich Elektroschrott. Ich habe ehrlich gesagt noch nie so einen Schwingschleifer in der Hand gehabt. Ich habe keine Ahnung, wie gut das jetzt funktionieren wird. Aber ich vertraue einfach mal der Frau Milius von Fritz Baustoffe, da die mir den vertickt hat, dass es ein gutes Gerät ist und dass ich mit dem 120er Schleifpapier hier die Kanten wegmachen kann. Schauen wir mal. Ansonsten habe ich aus dem Lieferumfang noch ein paar etwas kräftigere Papiere. Hm.
Auch Makita-Geräte funktionieren besser, wenn man sie einsteckt. Zwischendurch mal nichts aufgenommen. Wollte jetzt nochmal so ein Zwischenfazit geben. Also ich habe jetzt hier mal die Kanten glatt geschliffen. Das hat geil funktioniert mit dem Teil. Und also generell auch leicht, ermüdungsfrei arbeitbar, saugt gut den Staub ab. Also der kleine Makita hier ist echt cool, gefällt mir. Ich bereue es nicht, dass ich ein bisschen mehr Kohle für ein scheiß Werkzeug ausgegeben habe. Mal wieder, wie so oft. Jetzt ist jetzt mal ein 120er Schleifpapier abgeschliffen. Das fühlt sich schon echt gut an. Zumindest an den Stellen, an denen man noch was sieht, gehe ich jetzt nochmal ein 180er Papier drüber. Das müsst ihr nicht sehen. Da mache ich es ordentlich sauber. Saug hier vielleicht auch mal durch. Und dann muss ich es lackieren. Ja, ich denke das. Ja, Muckel, beim Lettenberger hat mir gesagt, hier Klarlack aus der Spüldose. Super für das, was ich machen will. Denn nicht gezaubert. Ach ja, und bevor ihr euch wundert, ich habe selbstverständlich, nachdem ich es abgeschliffen habe, das Holz hier erst mit einer Bürste und dann nochmal mit einem feuchten Lappen und dann nochmal mit einer Bürste gereinigt, damit es staubfrei ist. Weil Staub unterm Klarlack ist immer scheiße, wenn man nicht haben, das weißt du gar nicht. Ich lackiere zuerst die Innenseite und zwar aus einem einfachen Grund. Wenn ich die Oberseite erstmal lackiert habe, dann will ich es ganz sicher nicht mehr so auf den Deckel legen wie jetzt. Das mache ich dann nicht mehr, sprich, ich mache jetzt erstmal den ganzen Innenkram, dann stelle ich es richtig rum auf und dann kann ich in aller Ruhe drin verlackieren. Ja. Seit wann sind denn in den Spraydosen so Dinge drin, die man erst rausmachen muss, damit man sprühen kann? Sowas habe ich ja noch nie gesehen. Ich war gerade eben schon kurz davor, zurück zum Baumarkt zu fahren und den Leuten um die Ohren zu hauen, weil es nicht funktioniert. Also die ganze Aktion war doch insgesamt eine Viecherei, aber das Schlimmste war es schon fast, den Schreibtisch leer zu räumen. Deswegen zaubern wir da jetzt mal, damit sich's gelohnt hat, das Teil drauf. Ja, das ist das Teil. Jetzt muss ich es nur noch befestigen, wa? Für die Befestigung von dem ganzen Spurensens hier, ja, gehe ich im Grunde genommen genauso vor wie vorhin auch schon, nur halt mit der anderen Platte. Will heißen, erstmal zeichne ich mir hier an, wo der ganze Kram hin soll. Ja, jetzt müssen Löcher dran. Das könnt ihr euch, glaube ich, jetzt auch schon langsam vorstellen, wie es geht. So, zunächst wieder die Ausmesserei. Schauen wir mal. Also wie war das? Nach und bei 16 kommen Löcher ran. Es gibt eine Sache, die ich hier machen werde, nämlich ich habe mir das so gedacht, dass ich die Holzdübel nur in der unteren Platte festklebe und das obere einfach drauf stecke. Hintergrund ist, dass die Last, die drauf ist, kommt sowieso von oben durch das Gewicht von den Sachen, die draufstehen. Das heißt, dass es irgendwie mal weggedrückt wird, ist äußerst unwahrscheinlich. Und ich habe das Gefühl, dass ich den Teil nochmal abnehmen will, um den nochmal anders zu lackieren. Die Lackschicht gefällt mir noch nicht ganz. Insofern, na, ich werde es nochmal entfernbar bauen. Die Tischplatte ist recht dick, fast 3 cm. Deswegen hier Bohrer jetzt auf 2 cm eingestellt, damit ich jeweils einen halben Dübel oben und unten reinbringe. Und dann würde ich sagen, los geht's. So, der Teil ist schon mal fertig. Geht gut in dem Zeug da zu bohren. Das mache ich jetzt erstmal mit dem Staubsauger sauber. Natürlich sauge ich auch hinterher nochmal richtig durch, aber ich habe gerade auch schon zwischendrin einen sauberen Arbeitsplatz. Das ist einfach angenehmer. Jetzt kommen wieder unsere Markierspitzen. Die kommen diesmal hier in die Schreibtischplatte. Jetzt müssen diese Dinger hier drauf. Hoppala. Ich glaube, ja, noch nicht ganz. Ja, hier passt.
Da noch nicht ganz. Da passt es auch. Das ist nicht ganz gerade drin, das ist blöd. Aber, ja, mein Gott, das ist die Rückseite, die sieht man sowieso nicht. Und ich kann es halt hier auch jetzt nicht abschlafen beim Schwenkschlafer, das ist ein bisschen blöd. Das wäre einfacher, wenn man den Schreibtisch von Anfang an neu gebaut hätte. Aber hey, was soll's, passt schon. Bohren. Wie angedroht, jetzt klebe ich die Holzdübel ein. Jetzt aber Trommelwirbel. Es ist drauf. Hoppa. Coole Sache, ich führe euch mal rum. Also. So sieht es jetzt aus der Nähe aus und vor allem von vorne. Ich finde, das ist recht gut geworden, dass man sieht hier, da fehlt noch so ein kleiner Spalt. Wenn ich es aufgebaut habe, hänge ich da meine Schraubzwingen dran. Ich glaube, da ist das Brett ein bisschen verbogen. Lass die Schraubzwingen ein paar Tage dran, dann wird das sich schon gerade ziehen. Ansonsten, ja, eigentlich sehr zufriedenstellend. Ja, dann baue ich mal wieder auf hier, wa? Also von der Seite gibt es noch nicht sehr viel her. Aber wenn man hier so davor sitzt, ne, dann ist das schiffig. Stehe ich drauf. Ist total geil. Ich dachte dazu, ich habe heute so geschwitzt. So geschwitzt. Ich meine, es waren nur 3,5 Stunden, die ich jetzt irgendwie gemuckelt habe. Das muss man echt sagen. Es ging eigentlich flott. Es hat auch nicht viel gekostet. Ich glaube, ich habe für das Holz 20 Euro bezahlt und alles in allem mit diesen Teilen dafür die Holzdübel vielleicht 40, 50 Euro. Nein, okay, man müsste natürlich sagen, dass ich eigentlich streng genommen den Schwingschlafer mit einrechnen muss, weil den habe ich extra dafür gekauft. Aber den brauche ich ja bestimmt wann anders nochmal, also die 200 Euro, die... Ja, okay, ne? Buchen wir mal nicht ein. Das heißt, man kann sagen, es war ein günstiges und gutes Projekt, das genau das macht, was es tun soll. Auch wenn es einen Scheiß mit Elektronik zu tun hat, aber das ist mir egal, ich fand's cool. Und jetzt, ne? Jetzt muss ich so dringend duschen gehen. Und dann gehe ich rüber im Biergarten und hau mir eine Masse in den Kopf. Die habe ich mir verdient. Also Jungs, bis dann. Tschüssing.